Darüber wollen wir noch genauer sprechen. Bei uns im Studio der Staats- und Verfassungsrechtler Professor Volker Böhme-Nessler. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo, danke, herzlich willkommen. Hallo. Jetzt, es ist ein bisschen juristisch, aber trotzdem sehr wichtig. Also der Nachweis von Diskriminierung soll erleichtert werden, heißt es. Wo ist denn der Unterschied, wenn, und jetzt komme ich mit dem Juristendeutsch, es heißt, für eine Benachteiligung reicht die überwiegende Wahrscheinlichkeit. Können Sie das aufdröseln und uns ein bisschen erklären? Ja, der Punkt ist, wenn Sie jemanden verklagen wollen. Es gibt im Rechtsstaat den Grundsatz, wer jemanden verklagt, muss das beweisen, trägt die Beweislast. Also wenn Sie jemanden auf Schadensersatz verklagen, dann müssen Sie beweisen, dass der andere Ihr Auto kaputt gemacht hat. Das will man vereinfachen. Das ist das, was Frau Attermann vereinfachen will. Sie sagt sozusagen, man muss keine Beweise mehr bringen, um jemanden zu verklagen wegen Diskriminierung, sondern es reicht, wenn man es glaubhaft macht. Juristendeutsch wieder, glaubhaft macht, heißt, es reicht eigentlich, wenn man es behauptet, ohne dass es offensichtlich Unsinn ist. Und das ist natürlich die Hürde, jemanden zu verklagen, ist dann viel, viel niedriger dadurch. Und das ist auch das Problem. Also gehen Sie davon aus, dass künftig Missbrauch, Falschbeschuldigungen und auch Erpressungen dadurch eher noch vorangetrieben, gefördert werden? Das ist eins der Probleme, die mit diesem Vorschlag verbunden sind. Und es ist auch, wir müssen uns eins klar machen, das Grundgesetz kennt ja das Rechtsstaatsprinzip. Und das Rechtsstaatsprinzip sagt, wenn es um Prozesse geht, wenn es um Justiz geht, wenn es um das ganz scharfe Schwert des Staates geht, dann gibt es strenge Regeln und man ist vorsichtig. Man muss auch die Freiheiten und die Rechte aller Beteiligten schützen, auch derjenigen, die verklagt werden zum Beispiel. Und deswegen halte ich das auch tatsächlich für rechtsstaatsproblematisch, den Vorschlag von Frau Attermann. Ich bin mir auch nicht sicher, ob der juristisch durchkommen würde. Inwiefern lässt sich denn eine gefühlte Diskriminierung überhaupt juristisch verhandeln? Das sind ja dann fast zwei Gegenpole. Ja, das ist aber genau die Idee des Rechtsstaats. Der Rechtsstaat sagt, die gefühlte Diskriminierung reicht nicht, sondern es muss eine echte Diskriminierung sein. Und das muss sozusagen das Gericht rauskriegen, ob das eine echte Diskriminierung ist oder ob man nur ein schlechtes Gefühl hat. Und dafür braucht man eigentlich Indizien und Beweise. Und deswegen ist das ein Problem, wenn man einfach nur sagen kann, ich verklage dich jetzt, weil ich das Gefühl habe, du kannst mich nicht leiden, du behandelst mich schlechter und deswegen verklage ich dich jetzt, ohne dass man Beweise hat. Das ist das Problem dabei. Inwiefern möchte man das überhaupt feststellen, wenn beispielsweise bei einer Wohnungssuche ein Sozialleistungsempfänger nicht genommen wird als Mieter, aber vielleicht gar nicht aus dem Grund, dass er eben Sozialhilfen empfängt, sondern einfach, weil es vielleicht jemanden gab, der einen besseren Kontakt hat, früher da war oder einfach besser da in diese Gegend, in das Haus passt. Wie möchte man das dann überhaupt zum einen beweisen und zum anderen ist ja auch die Frage, ist es dann einfach nur ein Auftrag für Anwälte? Ja, so ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für Anwälte. Der Punkt ist tatsächlich, das ist die Schwierigkeit. Eine Diskriminierung zu beweisen, ist auch ganz schwierig. Also gerade in Ihrem Beispiel, wenn der Vermieter sich einigermaßen geschickt anstellt, kann man ihm die Diskriminierung nicht beweisen. Das ist ja auch der Grund, warum Frau Attermann sagt, wir müssen es leichter machen, jemanden wegen Diskriminierung zu verklagen. Das heißt, es darf nicht so sein, dass der abgelehnt worden ist, es auch noch beweisen muss, sondern es reicht vielleicht, wenn er sagt, nein, der hat mich komisch angeguckt, dann hat er zwei Nebenbemerkungen gemacht und dann war es irgendwie klar. Das verstehe ich auch, aber das Problem ist, sie setzt damit Rechtsstaatsprinzipien außer Kraft, die uns alle schützen sollen. Wir sind ja alle, wenn man uns so einfach vor Gericht zerren kann mit einer einfachen Behauptung, dann sind wir ja alle bedroht. Und der Rechtsstaat sagt, so einfach geht es nicht und deswegen sind wir alle dadurch geschützt. Frau Attermann sagt ja, das Gesetz, was wir haben, ist eines der schlechtesten in Europa und die Koalition hat ja durchaus auch durchblicken lassen, sie möchte es eigentlich verändern, nur das sind jetzt einfach mal die Vorschläge von ihr und das müsste ja am Ende durch das Bundesjustizministerium überhaupt erarbeitet und erlassen werden. Ist unser Gesetz im Vergleich wirklich so schlecht, was die Gleichbehandlung angeht? Da bin ich mir nicht ganz sicher und ehrlich gesagt, so richtig der Experte dafür bin ich auch nicht. Das müsste man gucken. Der entscheidende Punkt ist ja, das Ziel, was sie verfolgt, ist ja ein gutes Ziel. Diskriminierung verhindern ist ja ein gutes Ziel. Erstmal ja. Die Verfassung sagt auch, Diskriminierung ist verboten und die Verfassung gibt dem Staat auch Hausaufgaben auf. Er muss etwas tun, um Diskriminierung möglichst zu verhindern. Also insofern ist das der richtige Weg. Aber es geht nicht, dass man dann Prinzipien, Rechtsstaatsprinzipien, dass wir über Jahrhunderte uns erkämpft haben, dass wir solche Prinzipien dann leichtfertig über Bord werfen. Man kann was machen. Sie soll ja auch Vorschläge machen, aber dieser Vorschlag ist verfassungswidrig. Wir hatten jetzt schon das Beispiel bei Wohnraum. Gibt es noch andere Punkte in diesen Vorschlägen, wo Sie sagen, da sehen Sie erhebliche Probleme oder das macht Ihnen juristisch Bauchschmerzen? Also es geht auch noch darum, dass Frau Attermann ein altruistisches Klagerecht haben will. So heißt das, wieder Juristendeutsch, altruistisches Klagerecht. Das heißt, normalerweise kann, auch wieder Rechtsstaatsprinzip, man jemanden nur verklagen, wenn man in den eigenen Rechten verletzt ist.
Frau Attermann macht den Vorschlag, dass Sie als unabhängige Beauftragte für Gleichstellung auch verklagen kann, wenn sie irgendwo Diskriminierung feststellt, ohne dass sie natürlich persönlich betroffen ist. Das erweitert ihre Kompetenzen unglaublich. Und wenn man das dann kann sie überall beobachten, wenn sie sieht, das Gefühl hat oder Anzeichen dafür hat, dass diskriminiert wird, kann sie klagen. Sie braucht aber auch wieder keine Beweise, weil sie will das ja die Schwelle für Klagen runtersetzen. Dann kann sie klagen, ohne Beweise zu haben. Und jedes Unternehmen zum Beispiel muss dann jederzeit damit rechnen, dass es beobachtet wird, dass es möglicherweise verhältnismäßig schnell verklagt wird. Und das ist, glaube ich, das, was manche politischen Kräfte als Spaltung der Gesellschaft, als Verunsicherung bezeichnen. Man hat dann das Gefühl, man wird beobachtet und kann jederzeit verklagt werden. Das ist auch nicht der richtige Weg. Die Vorschläge, so also wie sie auf dem Tisch liegen, sind verfassungswidrig, sagt der Staats- und Verfassungsrechtler Professor Volker Böhme-Nessler. Ganz herzlichen Dank für die Einordnung und den Besuch bei uns im Studio. Ich danke Ihnen. Danke.